Ich hole mir einfach diesen Text hier raus, Rechtsklick kopieren, switche in mein Altplan zurück, gehe in die Schnelleingabe, einmal Rechtsklick und einfügen. Und jetzt haben wir sozusagen unser Einbauteil gleich dieser Schnelleingabe angepasst. In diesem Video geht es um den Kragplattenanschluss und es wurde integriert der Premium-Partner Max Franck. Also es ist hier auch eine bezahlte Werbung, ganz klar. Ihr ladet euch die SMZ-Datei einfach auf der Homepage herunter und könnt dann diese per Drag and Drop in ein Dokument oder in ein Teilbild ziehen, per Drag and Drop. Und wenn ihr das Ganze schon mal installiert habt, dann müsst ihr noch bestätigen, dass ihr die Bilder überschreibt. Ansonsten kommt dieses Fenster gar nicht. Und jetzt ist innerhalb von einer Sekunde der Kragplattenanschluss im ganzen Büro samt Report und allen Icons installiert. Also das geht wirklich wahnsinnig schnell, damit ich auch beweisen kann, dass es im ganzen Büro jetzt einsetzbar ist. Wir schauen hier, sehen noch keinen Kragplattenanschluss. Wir müssen den ganzen einmal aktualisieren, die Bibliothek. Da gehen wir auf Bibliothek, Büro, Subparts und jetzt sehen wir hier den Kragplattenanschluss. Wie gesagt, Premium-Partner Max Franck. Wir sehen auch hier das Logo schon angedeutet und wenn wir jetzt hier einen Doppelklick drauf machen, dann startet auch das Subpart. Also ihr könnt es aber auch Drag and Drop. Ja, wir machen jetzt Doppelklick. So. Jetzt habe ich das Ganze hier an der Angel. Das lösche ich jetzt mal raus. Es ist nämlich so eingestellt, dass immer die letzten Einstellungen übernommen wurden und ich setze es jetzt einfach mal einfach ab. Hier an dieser Stelle und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Der Höhenversatz, der ist schon richtig eingegeben. Standardmäßig ist der normalerweise auf 0 und jetzt schauen wir mal, wo ist der gelandet. Also hier die Höhe 0 und jetzt setze ich den wieder rauf auf 5, 7, na 4, 7 war es, glaube ich. Genau, richtig. Und natürlich könnt ihr das Ganze jetzt nach eurem Belieben einstellen, theoretisch. Also M Plus und ja, also. Ihr könnt euch da durchklicken, da gibt es auch die Attica-Produkte. Und hier hinten seht ihr an diesem Fenster, um was es sich da handelt. Dann könnt ihr die Dämmstoffstärke einstellen mit M von 80 mm, L von 100 mm und XL 120 mm. Die Tragstufe, die gibt ihr auch noch an. Wenn eine Echo-Box nicht definierbar ist oder nicht gefunden wird, dann würde hier ein Error erscheinen. Das haben wir jetzt nicht. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die Länge irgendwie geändert gerade, weil wir ein bisschen durchgeschaut haben. Da war die Maximallänge vielleicht vor einem kürzer. Das war nämlich beim Attica-Produkt. Wir können das alles anhand sehen. Wenn hier eine gestrichelte Linie ist, dann wurde die Echo-Box abgeschnitten. Und man sieht den Pfeil neben diesem Strich. Und da können wir das Ganze zum Beispiel jetzt verlängern. Also wir können jetzt einfach mal so bis hier machen, dann haben wir 42,8, sehen wir auch hier. Oder wir geben hier einfach 1 ein und jetzt haben wir 1 Meter verlegt. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt hierher schauen, verschiedene Varianten. Natürlich müsst ihr die nicht alle nutzen, ganz klar, aber jede Form ist sozusagen auswählbar. Gut, ich switche jetzt mal wieder in diese Standardvariante um. Es gibt auch die Corners. Natürlich könnt ihr auch die Höhe einstellen, je nachdem, aber ich habe hier 220 und so weiter und so fort. Also hier auch die Betondeckung ist möglich, dann ändert sich das hier alles um. Ich könnte auch sagen, nur Standardbetondeckungen, dann habe ich hier ein kleineres Auswahlmenü. Genau. Jetzt möchte ich aber noch schneller sein bei der Eingabe, dann gehe ich wie folgt vor. Ich hole mir eine Bemessung. Hier sind zwei Möglichkeiten, wie ich diesen Kragplattenanschluss erstellen kann. Ich habe mir von Max Franck sagen lassen, dass das die bessere Variante wäre. Ich kenne es aus ingenieurstechnischer Seite, dass es eher so eingebaut wird. Ich entscheide mich jetzt auch in diesem Fall für diese Variante, weil ich die öfters sehe. Wirtschaftlich ist natürlich die andere Variante, ganz klar. Aber hier haben wir zwei verschiedene, also im Endeffekt eigentlich vier gleiche und eines wurde gekürzt. Ich hole mir einfach diesen Text hier raus, Rechtsklick kopieren, switche in mein Altplan zurück, gehe in die Schnelleingabe, einmal Rechtsklick und einfügen. Und jetzt pass mal auf, was hier gleich passiert, per Doppelklick. Und jetzt haben wir sozusagen unser Einbauteil gleich dieser Schnelleingabe angepasst. Die Länge müssen wir jetzt noch justieren, wir machen 1 Meter und haben jetzt noch jede Menge
Sachen, die wir vorher einstellen könnten und da unten abspeichern können, wenn wir wollen. Das sind nämlich Büro-standardtechnische Einstellungen. Gott sei Dank werden auch die letzten Parameter immer übernommen, sodass ihr das nicht jedes Mal wieder neu einstellen müsst. Aber zum Beispiel haben wir hier das Level of Geometry, das wir auf 400 stellen können. Das hat aber erst eine Auswirkung, wenn wir zum Beispiel irgendwelche gebogenen Eisen haben. Jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal zum HVS. Hier sehen wir es. Und jetzt, wenn ich die Level of Geometry auf 500 setze, ne? Ah, wir haben nur rund um 4 Eckpunkte. Das ist der Fehler. Genau, jetzt sehen wir es. Also, jetzt switchen wir nochmal um. 400 und 500. Aber ich empfehle einfach, auf so wenig Polygone wie möglich einzubauen. Das macht wirklich Sinn. Und dann machen wir auch Level of Geometry auf 400. Ich gehe wieder in meine Schnelleingabe, benutze das richtige Subpart. Und dann kann ich noch die Elementfarbe auswählen. Standardmäßig ist die bei mir immer auf 104 eingestellt, von allen Subparts, die ihr von mir erhaltet, und die Platzhalterelemente auf 8. Was ist ein Platzhalterelement? Wenn ihr zum Beispiel für das LV Zuarbeit leisten müsst und baut das Einbauteil schon in der Leistungsphase 3 oder 4 im Modell ein, dann soll das ja nicht ausgewertet werden mit den echten Einbauteilen. Wenn ihr mich dann in die Leistungsphase 5 das Ganze kopiert, dann soll auch kontrolliert werden, ob das Einbauteil richtig ist. Und indem das noch ein Platzhalter ist, fungiert das sozusagen als Platzhalter und jeder weiß, stopp, da muss ich erstmal nur kontrollieren, ob das mit der Statik oder mit der aktuellen Bemessung übereinstimmt. Ja, und wenn ihr das aber richtig gemacht habt und richtig kontrolliert habt, dann könnt ihr natürlich diesen Haken wieder entnehmen. Wir können jetzt sagen, ob wir eine 2D-Folie an- oder ausmachen. Wenn wir jetzt schließen, haben wir hier eine 2D-Folie an. Ich escape einmal und das sehen wir jetzt hier an dieser Umrandung. Auch der Kasten, jetzt wenn ich das Ganze mal hier ein bisschen rausversetze, dann sieht man, dass der Kasten immer ein bisschen dunkler ist als das andere. Das habe ich mit Absicht so gemacht und es gefällt mir auch ziemlich gut. Da erkennt man sofort, wo ist denn der Kasten und wo sind denn die Außenmaße der Stäbe. Die Außenmaße der Stäbe werden aber momentan nur von den Standardprodukten angezeigt. Das wird aber noch nachgeholt für alle anderen Varianten. Jetzt aktiviere ich das Ganze wieder und habe wieder sofort diese Anzeige und könnt jetzt sagen, okay, die 2D-Anzeige möchte ich aus haben und ich kann auch die 3D-Folie anmachen. Das heißt, wenn ich jetzt schließe, nein, dann schaut das Ganze so aus. Ich kann ebenfalls beides einschalten. Ich kann 2D und 3D einschalten, dann habe ich halt beides. So, jetzt habe ich beides aktiviert, dann sehe ich die Stäbe und erkenne die Box auch gut. Jetzt ist mir das aber vielleicht ein bisschen zu aufwendig modelliert, weil ich sage, ja, wenn ich jetzt da 100 Stück in ein Teilbild verlege, dann wird mir die Performance zu langsam. Dann kann ich noch hergehen und sagen, okay, dann zeigen wir halt nur einen Stab an pro Box. Und die Stäbe können wir dann auch noch verschieben. Je nachdem, wo ihr ihre Schnitte macht oder sagt, ja, wir wollen die Stäbe gleich am Anfang haben oder nur in der Mitte, das ist dann euch überlassen. Jetzt machen wir einen ganz außen und einen da ganz außen. Ja, ich sage die 2D-Folie an, die 3D-Folie an und dann kann ich sagen, will ich die Begrenzungsanzeige sichtbar machen oder nicht. Wenn ich die ausmache, zum Beispiel in der Folie, dann habe ich jetzt nur hier die Begrenzungslinie. Oder ich sage, nee, ich möchte schon diese transparente Füllfläche drin haben, automatisch, dann kann ich hier anschalten. Ja. Dann habe ich natürlich noch die Layer. Die sind, aber man muss aufpassen, das ist ein SmartPart. Das SmartPart selber hat einen Layer. Das ist der Standard. Also normal, wenn ihr das reinzieht, ist es auf den Layer, den ihr als letztes ausgewählt habt. Aber die einzelnen Produkte in diesem Makro oder in Smart Part, also wie die Box und die Bewährung, die sind auf verschiedenen Layer. Das heißt, wenn ihr RUR ausschaltet, dann seht ihr das Ganze auch nicht im Schaltplan. Druckelemente könnt ihr zum Beispiel deaktivieren. Das ist für mich auch noch ein kleiner Tipp, wo ich sage, die sind nicht unbedingt erforderlich, aber Zugstäbe, Druckstäbe würde ich schon sichtbar lassen. Ihr könnt die Palette, auch wenn ihr mit der Maus zwischen einem Text und so eine Anzeige geht, breiter und kürzer ziehen. Natürlich könnt ihr auch die Anzeige hier breiter und kürzer ziehen, damit ihr die Texte sauber lesen könnt. Lassen wir mal so ganz breit, dass wir hier das besser erklären können. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Beschriftung anzupassen. Zum Beispiel Kurztext, Langtext oder Langtext gespalten. Oder gar nichts. Wenn wir gar nichts machen und das Ganze schließen, dann wird auch nichts beschriftet.
Da haben wir es noch beschriftet, haben wir die Echo Box 1. Das haben wir aber nicht bloß in 2D beschriftet, sondern auch in 3D. Das sehen wir hier. Das heißt, wenn wir das Ganze auf BIM Plus übertragen, switche ich mal hier rüber, da habe ich schon was vorbereitet, dann sehen wir auch hier gleich die Beschriftung. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich finde es eigentlich ein ziemlich cooles Feature, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es braucht natürlich auch Polygone. So ein C hat natürlich viele Polygone. Ich aktiviere hier wieder und sage, in dem Fall möchte ich vielleicht den Langtext lieber anzeigen. Dann kann ich sagen, okay, zeig mir den Langtext. Jetzt ist der Langtext ziemlich lang, wie schon gesagt wird. Jetzt aktiviere ich den ganzen wieder und kann jetzt zum Beispiel die Beschriftung hier verziehen. Jetzt, wenn ich nur eines hätte, dann wäre das vielleicht okay. Ich könnte natürlich die Schriftart noch kleiner oder größer machen, je nach Maßstab. Oder ich sage einfach, den Langtext möchte ich auf 2 Zeilen unterteilen. Und dann habe ich das Ganze jetzt so und kann das Ganze hier auch, ja, zum Beispiel jetzt neben den Stab so rüberziehen. Schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Ja, also das könnt ihr noch justieren. Wie gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten sind fast unendlich. Wir können hier die Texthöhe verändern und so weiter und so fort. Ich bleibe aber gern immer beim Kurztext. Ich finde, das funktioniert am besten. Hier haben wir was, das ist für euren Bürostandard. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, dass die Bezeichnung des Einbauteils übernommen wird und zum Beispiel für EcoBox, ECB. Oder ihr könnt zum Beispiel sagen, ja, wir halten das ein bisschen neutraler. Kragplattenanschluss, KPA, Kragplattenanschluss. Ja, kann man so machen. Vielleicht mit der Minus oder sagen wir mal mit der Klammer. Ja, die Klammer möchte ich hier setzen. Deswegen machen wir einfach mal Minus und nach der Zahl machen wir einfach nur mal Minus. Das machen wir so. Enter einmal bestätigen, dann setzen wir noch eine Klammer drumherum und hier haben wir die Katalogreferenz. Das ist aber für den Precast-Aufsatz bzw. für AEC. Da bin ich aber selber kein Fachmann, deswegen kann ich dann nicht so viele Ratschläge geben. Da bitte direkt an die Precast wenden oder die Fragen auch an mich. Die leite ich natürlich gern weiter. Wir haben eine automatische Farbzuweisung, die generiert aus dieser Zahl. Das zeige ich dann gleich. Also ich könnte die auch ausschalten und dann könnte ich die Füllung der Begrenzung in verschiedenen Farben anzeigen. Ich schließe das Ganze mal und dann habe ich jetzt das in Blau zum Beispiel. Ich reaktiviere das Ganze wieder und sage, nee, ich möchte das automatisch zuweisen lassen. Zeigt dann auch, was der Grund dahinter ist. So an, dann wird automatisch die nächste Farbe ausgewählt. Und ich übernehme jetzt alle Einstellungen und dann wird der Kragplattenanschluss 5 in diesem Projekt übernommen. Den habe ich mich schon abgespeichert und schließe das Ganze. So, jetzt habe ich diesen Kragplattenanschluss. Den kopiere ich mir jetzt und dann mache ich nochmal einen anderen Kragplattenanschluss. Wir verschieben das mal nach unten, dass wir das ein bisschen separat hier haben. So, diesen Kragplattenanschluss kopieren wir noch zweimal im Abstand von 1 Meter. So, den nächsten, den setzt man jetzt, was machen wir hier? Wir machen VS, den haben wir noch nicht. Und speichern den ebenfalls. Aber wir haben den 5er gar nicht abgespeichert vorhin. Nein, nicht aktualisieren, fertig. Hier machen wir mal bloß ein M. Hauptsache es ändert sich irgendwas. Ne? Speichern wir ab. Schließen das Ganze. Nein, nicht mit aktualisieren. Jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir eine andere Farbe hier. Und dasselbe machen wir jetzt hier nochmal die Spielchen. Wenn wir den irgendwie. Den haben wir vergessen. Machen wir mal die Höhe einfach bloß anders. Auch hier übergebe ich wieder das Ganze. Das heißt, jetzt im ganzen Projekt sind diese drei Kragplattenanschlüsse immer gleich definiert. Und wir haben verschiedene Farben und können sozusagen das Ganze schneller zuordnen. Gut, das war jetzt erstmal so die Grundeinstellung. Jetzt übernehmen wir natürlich das Ganze, was wir vorhin gezeigt haben. Wir kopieren das. Wir machen hier 3 weitere Kopien in Abstand von 1 Meter. Und den letzten, den müssen wir natürlich kürzen und haben hier auch wieder die Griffmöglichkeit, das Ganze hier zu verkürzen. Also hier packen und an eine Linie hinziehen. Oder natürlich hier die Eingabe. Zum Beispiel 50 oder jetzt auch wieder 075. Genau. Dann haben wir noch die Möglichkeit hier zu klicken. Dann kommen wir sozusagen auf die Homepage von Subgrade und können
über den Kragplattenanschluss lesen, was da Vor- und Nachteile sind, oder eigentlich nur Vorteile, Entschuldigung, Nachteile hat das Ganze nicht. Homepage von Max Frank, da können wir jetzt die Echo-Box anschauen und ja, also alle Informationen davon holen. Ein wichtiger Button ist natürlich der Support. Ich kenne das als Zeichner, man hat eigentlich, man ist sehr faul. Und die richtige Nummer zu finden oder dann erstmal an der Hotline rauszukommen oder, es nervt. Ich will einfach hier anrufen oder die E-Mail schreiben können, geht direkt an den Support, damit auch der richtige Kontakt zustande kommt. Und da möchte ich auch sozusagen Empfehlungen ausgesprochen kriegen oder Hilfe angeboten kriegen. Genau. Dann die Bemessungssoftware ist hier. Einfach downloaden. Dann hier ist der Online-Katalog von Max Frank direkt im Echo-Box-Bereich. Allerdings müsst ihr hier noch Filter setzen. Da gibt es so viele Elemente. Deswegen hier einfach mit den Filtern arbeiten. Dann kommt man direkt ans Ziel. Dann auch die Ausschreiben.de Seite. Hier könnt ihr dann sozusagen eure Ausschreibungstexte herunterladen. Dann dieses Video werdet ihr dann hier finden, in diesem Bereich, wo hier das Videokästchen ist, da wird es geführt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Handbuch, würde ich jetzt einmal mal sagen, hier mit der Codierung, welche Typen gibt es und so weiter und so fort. Also sehr wichtige Buttons und das Ganze kann man natürlich auch auf BIM Plus übertragen. Ich glaube, da habe ich bloß diese andere Variante benutzt, also diese Variante, die eigentlich etwas besser ist, aber ich wollte halt zeigen, dass man natürlich ganz schnell einfach mal hier den 8er speichern, weil der ist ja kürzer. Ja. Nicht mit aktualisieren. Und jetzt haben wir hier die Echobox 8111 und das Ganze können wir natürlich wie immer auswerten mit unseren Mengenliste. So, jetzt klicke ich einmal auf alles. Wir schauen bloß mal kurz drüber, was wir hier alles haben. Ich habe hier einfach mal ein paar Dornen mit eingebaut. Die müssen jetzt auch nicht korrekt sein. Hauptsache, die kommen in der Auswertungsliste raus. Und wenn wir hier in der Darstellung reinschauen, dann haben wir hier so ein Freireflex, ein Fugenband verlegt. Und hier habe ich einfach mal ein Krauso flexibles Rohr eingebaut, damit man auch sieht, dass es herstellerübergreifend auswertbar ist. Jetzt klicke ich mal hier auf alles und jetzt kommt unsere Einbauteilliste. Wir sehen, unsere Mengenliste ist erstmal geordnet nach Alphabet im Plantext. ABD1, Echobox 1, Echobox 8. Querkrafttoren 1, Rohr 1. Und dann, was ist das überhaupt? Das fehlt mich bei den meisten Einbauteillisten, dass ich überhaupt nicht weiß, was das eigentlich ist. Deswegen haben viele Einbauteile einfach diesen, ja, ich sage jetzt mal den Namen von manchen Produkten, wie bei Tempo oder sowas. Ne? Genau. Was wir jetzt noch sehen, hier sind die Langtext natürlich, hier herstellerübergreifend, einbauteilübergreifend und auch die Mengenliste ist nach Stückzahl und Metern getrennt. Jetzt sagen viele ja auch, wir wollen eine Schwarz-Weiß-Liste, dann können wir hier auf Design Schwarz-Weiß klicken und ganz schnell ändern. Oder wir können hier sagen, wir möchten eine Darstellung haben, eine 3D-Darstellung. Und wir können uns auch Details anzeigen lassen. Das heißt, wir haben drei Kragplattenanschlüsse hier eingebaut und noch einen. Wo ist denn der 075er? Dann klicke ich da einmal drauf. Dann wird der mir hier überall markiert in meinen Fenstern. Ich könnte das natürlich jetzt auch vom Fugenblech machen. Das ist selbe Prinzip, ne? Aber hier geht es ja jetzt halt um die Echo-Box erstmal. Das Ganze kann ich natürlich wieder zuklappen. Ich habe hier ein Mapping. Das ist aber ein extra Video. Dann kann ich benutzerdefinierte Einbauteile mappen, sodass die genauso rauskommen wie hier. Ich kann jetzt noch sagen, ich möchte den Kurztext gar nicht anzeigen. Dann kann ich den deaktivieren und aktivieren. Wenn ich den Kurztext deaktiviere, wird als nächstes nach der Bezeichnung alphabetisch sortiert. Davor nach Plantext. Wir sehen hier, erste Zeile Fugenblech, wir deaktivieren das. Jetzt haben wir das flexible Rohr am Platz 1. Dann können wir noch einen Hinweis dazu schreiben, zum Beispiel Decke über, ich glaube, erstes OG war das, dann haben wir Caps Lock und das erscheint dann hier oben. Wir können das Ganze in der Druckvorschau anschauen, dann schaut das Ganze so aus, können wir den Text in PDF oder Word exportieren. Oder wir sagen, wir wollen es gar nicht in Excel oder PDF oder Word exportieren, wir wollen es in Alpine auf unserem Plankopf drauf haben. Dann stört aber uns hier oben die Kopfzeile und unten die Fußzeile. Auch das können wir deaktivieren. Hier ist alles geordnet in Design, Filter und Mapping. Das heißt, wir können
A4-Export deaktivieren und auch das Logo deaktivieren. Und dann können wir das Ganze in Altbahn absetzen. Ja, man kann sich das, glaube ich, vorstellen. Ich möchte noch eine Großigkeit zeigen. Wir können nämlich jetzt auch eine Filterbezeichnung eingeben. Das heißt, wir suchen nur Kragplattenanschluss. Enter. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, nur die Kragplattenanschlüsse auszuwerten. Dann gehen wir hier auf Altplan und jetzt können wir das Ganze absetzen. Müsst aber vorher auf den Maßstab aufpassen und dann könnt ihr das in ein Teilbild absetzen und natürlich auf euren Plan mit draufschreiben. Hier haben wir jetzt diese drei Kragplattenanschlüsse, wie ich es davor eingebaut habe. Wir können das Ganze hier anklicken. Schaut ziemlich gut aus, oder? Und dann haben wir hier diese Eigenschaftsfenster. Also wir können hier die Objekteigenschaften öffnen. Dann können wir erstmal schauen, wir hatten das Ganze hier verbockt oder verbrochen. Und hier haben wir dann die Antwortmöglichkeiten oder die Produktbeschreibung. Und da kann sozusagen die Baufirma oder der Architekt sich die Informationen abholen vom Tragwerksplaner. Ja, das war's auch jetzt schon von der EcoBox und dem Kragplattenanschluss. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, jetzt kommt der Ende.